So, jetzt sieht er wieder gut aus, unser Gustl. Die Ursi ist natürlich nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich bin sehr zufrieden. Ja, Gott sei Dank, sage ich einmal, war die Ursi nicht am Dach oben, denn da wäre sie ja total unzufrieden. Ich sage halt immer, wenn man ein richtig sauberes Wohnmobil haben will, dann muss man sich ein neues kaufen. Naja, also, jetzt ist unser Gustl halt wieder helle sauber. Ja, schön sauber ist er. Ja. Sauber ist was anderes, aber man kann wieder anschauen. Diese Waschanlagen sind sehr praktisch. Und am besten sind natürlich die, die eine Rampe dabei haben. Das hat unsere nicht. Und deswegen haben wir uns diese Leiter gekauft, die ihr gesehen habt. Das ist eine sehr praktische Leiter. Ja. Ja. Ich war auch sehr sicher drauf gestanden. Und vor allen Dingen lässt die sich wunderbar zusammenklappen, wie ihr sehen könnt. Und lässt sich sehr klein verpacken. Die haben wir jetzt neben den Liegestühlen immer stehen, wenn wir unterwegs sind. Mhm. So kann man mal aufs Dach rausschauen und vor allen Dingen auch die Solarpaneele mal sauber machen. Die Leiter hat nur einen Nachteil. Helle hat doch Höhenangst und er, und er wollte partout keine Stufe weiter nach oben steigen. Ja, ja, also das. Es wäre leichter gewesen zum Putzen, denke ich, noch ein Stückchen höher, aber. Das ist für einen Angsthasen wie mich ist das schon ein Abenteuer, darauf zu steigen, ja. Aber er hat es ja geschafft. Ja, ja. Ja, ansonsten also sind wir jetzt da recht zufrieden. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Luftdruck prüfen. Mhm, das machen wir jetzt noch. Die Leiter verlinken wir euch unten. Also wenn euch interessiert, die gibt es bei Amazon. Wir verlinken euch das unten. Genauso wie wir euch unseren Shop verlinken, den wir bei Amazon haben. Und da seht ihr alle Produkte, die wir verwenden fürs Wohnmobil, die sind da eingestellt, falls euch da was interessiert. Dann braucht ihr nämlich uns nicht nachfragen, sondern ihr könnt da gleich reinschauen. Ja, schon praktische Angelegenheit. Genau. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Jetzt schauen wir den Luftdruck nach. Ja, und dann wären wir bereit zum Fortfahren. Dann sind wir bereit zum Fortfahren. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. So schaut der Wohnmobilstellplatz aus. Und da ist die Ansteckungsgefahr besonders groß. Ja, leider ist der auch geschlossen, was für uns überhaupt keinen Sinn macht. Im Gegensatz zu einem Parkplatz, wenn man einkaufen geht. Ja, der ist gerappelt voll. Nicht nur der Parkplatz, auch im Laden ist rappelvoll. Hier hätten wir so viel Platz, also und würde hier wunderbar stehen können. Also, ich sage mal, wir sind mit den ganzen Dingen jetzt nicht mehr einverstanden, was da läuft. Wir finden das auch furchtbar, dass die Friseure zu sind, dass die Blumenläden zu sind, dass die ganzen kleinen Händler zu sind. Und wir können euch eins sagen aus eigener Erfahrung, wir haben ja selber eine Firma mit 100% Ausfall. Ja. Es kommen nicht alle zugesagten Unterstützungen an. Mhm. Es gibt viele Raster, durch die sehr viele durchfallen. Wir haben einen 100%igen Verlust und haben von den sogenannten Hilfen, die da versprochen wurden vom Staat, nur am ersten Mal partizipieren können. Die anderen sind mir durch ein Raster gefallen. Ja. Alle anderen Hilfen kommen dazu. Die muss man über einen Steuerberater abwickeln. Der nimmt dann natürlich auch nochmal seine Gebühren. Und zwar langen die teilweise recht kräftig zu. Also es klappt hinten und vorne nichts. Wie überhaupt bei der ganzen Pandemie nichts klappt. Zuerst macht man nicht zu. Dann sagt der eine Ministerpräsident, wenn die Werte zu hoch sind, dann erhöhen wir sie doch einfach. Dann geht er zu einer Versammlung, dann sagt er, an Ostern dürft ihr nicht mehr wegfahren, aber die Schulen, die machen wir jetzt auf, obwohl jeder Virologe sagt, die Schulen müssen zubleiben. Es ist einfach so, wir haben die Nase voll. Ja. Wir sagen, beim Einkaufen können wir uns überall anstecken, egal wo wir sind. Und am Wohnmobilstellplatz ist alles leer. Da stecken wir uns nicht an. Abstand können wir auch außerhalb unserer Wohnung halten. Ja klar, und in unserem Wohnmobil haben wir eh Abstand zu anderen Leuten. Ja. Ja, also von daher, wir sehen es nicht ein und deshalb fahren wir. Ja, und jetzt kommt noch eins dazu. Also ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich schon ein sehr konservativer Mensch,
Aber was die Regierung sich da erlaubt, also auch mit dem ganzen Mittelstand, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Die Einkaufsläden sind alle voll, die Menschen dicht auf Ja, dicht, das ja. hast du jetzt schon mal Ja, gesagt. Du mit dem Rollstuhl. die ganzen Covidioten oder wie nennt man die, die da eine Querdenker. Demonstration in Berlin machen wollten, die bekanntermaßen sich an keine Regeln halten, die durften dicht auf dicht aus ganz Deutschland sich treffen in Berlin und sind dann als Superspreader durchs Land gefahren. Und wir Alten, die auf sich aufpassen, wir sollen uns daheim in der Wohnung verkriechen. Also das kann es nicht sein. Na, nicht nur mir, alle sollen eigentlich Ja. zu Hause bleiben, aber es geht nicht mehr. Man wird ja schon ganz kirre im Ja. Kopf. Und, aber das war jetzt genug Politik, oder? Nein, noch nicht ganz. Ich wollte nur Oh. was sagen zur Zwangsimpfung. Ach ja. Markus M. Ja, Markus S. Kennst du den? Ach so. Ja. Der, du meinst, der wo in Bayern lebt? Richtig, mein Landsmann aus, mein Nürnberger Landsmann, ja. Ich grüße mal an dieser Stelle. Aber jetzt von Zwangsimpfung zu sprechen, das ist ein bisschen dumm, ja? Denn wir täten uns nämlich ganz freiwillig impfen lassen. Und wenn es eh schon so viele Covidioten gibt, die sagen, wir werden zwangsgeimpft, ich meine, geht's noch, ja? Ja, jetzt kommt zum Punkt. Ja, also, ich kann das auch verstehen, wenn Leute hadern mit der Zwangsimpfung. Ich habe das nämlich recherchiert. Kaiser Wilhelm, an dieser Stelle, hallo, hat gegen Pocken 1874 in Preußen die Zwangsimpfung Gegen eingeführt. Pocken. Ja. Und Ergebnis? Keiner von denen Geimpfte lebt heute Alle noch. tot. Da muss man sich das natürlich schon sehr Also überlegen. wenn wir jetzt auch zwangsgeimpft werden, dann sind wir wahrscheinlich 150 Jahre tot, oder? Ein Joke am Rande. Also wir täten uns ganz impfen lassen, aber die EU ist jetzt zu unfähig dazu, einen Impfstoff zu besorgen. Der ist zwar entwickelt worden bei uns in Deutschland, ja, aber wir kriegen nichts davon ab. Über Trump kann man sagen, was man wollte, mögen, ich habe den auch nicht gemacht, ja. Aber die haben wenigstens 50 Millionen Bürger schon geimpft und wir gerade 3 Millionen. Aber bei uns ist er entwickelt worden. Ja, und jetzt reicht's. Du regst dich auf. Nein, Doch, es ich bin ganz reicht. relaxed. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt reicht's. Jetzt schau mal, das Wasser scheint nämlich hier zu Ja, funktionieren. genau. Also wir tun jetzt Wasser tanken und dann fahren wir weg. Ja. Ja, aber ich muss jetzt noch eins dazu sagen. Wir haben einen geschäftlichen Termin. Also, Ja, also ja. es ist keine reine Ausflugsfahrt. Ja, Ist nicht verboten. Ist nicht verboten. man darf unterwegs sein, aber es ist, wir haben uns auch vorher erkundigt beim Rathaus. Also das ist erlaubt. Man darf nur keinen Campingurlaub in dem Sinn machen. Ja, Nein, die sind aber an nicht. sich ist es nicht verboten, über Nacht wegzufahren. Man muss nur sich an die Ausgangssperre halten. Ja, ab 20 Uhr. Ja, wenn es noch welche Ja, gibt. und es kommt noch als übergeordneter Punkt dazu, dass wir einen geschäftlichen Termin haben, den wir halt jetzt etwas Etwas ausdehnen. ausdehnen. Ja, also wenn ihr euch jetzt ärgert über uns, dann schaltet einfach ab und seid uns nicht böse, wir sind auch nur Menschen, ja. Und wenn ihr euch nicht ärgert, dann steigt mit ein und kommt mit. Aber bitte entweder Maske tragen oder Abstand halten. Ich würde sagen, Abstand halten. Okay, alles klar. Dann fahren wir los. Ja, erst noch Wasser tanken und dann fahren wir los. Thank you.
Also ich sag euch was, der Helle fährt durch die engsten Gassen. Er schreckt vor nichts zurück. Also. Das war die alte Heimat in Höchstadt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Die erste Nacht seit Monaten im Wohnmobil. Und ich habe sehr gut geschlafen. Oh, ist das so gemütlich. Und ich muss sagen, Februar ist schon die beste Zeit rauszufahren. Was, wann? Februar? Ja. Draußen ist kalt und drin ist schon gemütlich warm. Ja, wir stehen da ganz einsam und alleine, was im April, Mai, Juni sicherlich nicht möglich wäre. Nee, da wäre hier wieder alles voll. Wollen wir erstmal frühstücken? Ja. Macht euch fertig und dann zeigen wir euch, wo wir stehen. Und ich mache nach 10 Minuten die Augen zu, bis du das Frühstück fertig hast. So, jetzt geht's los, Ossi. Ja, noch unseren Helm anziehen und dann können wir starten. Oh, Batterie ist alle. Zum Glück noch bemerkt, bevor wir fort sind. Ja. Also wechseln sie noch. Wir stehen hier übrigens am Dexendorfer Weiher. Das ist bei Erlangen, oder eigentlich ist ja Stadtteil von Erlangen. Und um den fahren wir jetzt rum. Und wir waren ein bisschen an einer anderen Stelle gestanden, ganz für uns alleine am Waldstück. Aber direkt am Weiher. Allerdings konnten wir da jetzt mit den Fahrrädern nicht losfahren. Da war so matschig. Da war so viel Matsch. Da könnte man alles dreckig machen. Deswegen sind wir jetzt an einen anderen Parkplatz gefahren. Und jetzt geht es dann los, wenn die Batterien getauscht sind. Ja, genau. Und die Sonne die soll nämlich auch noch kommen. Momentan ist es noch etwas sehr neblig. Wahrscheinlich sind wir wieder mal ein wenig zu früh. Und wenn wir wieder zurück sind, dann ist die Sonne bestimmt da. Und Ossi, wie ist es im Frankenland? Sehr schön.
Tischtennis natürlich. Wir fahren jetzt hier den. Oh, Helle, immer. Wir fahren hier den Karpfenweiherweg. Sehr schön. Da gefällt es immer, wenn die Wege so symbolische Namen haben. Ja, das macht dann irgendwie noch mehr Spaß. Ja, Frankenland ist halt schön, hä? Ja, kann man nicht meckern. Wer braucht einen Bodensee, wenn es Frankenland gibt? Da spricht wieder der Mittelfranke. Das war ein wunderschöner Fahrradausflug. Wir haben natürlich unsere Kamera oft nicht angehabt. Nö, natürlich nicht. Wir wollten ja auch den Tag ein bisschen für uns haben. Ja. Aber ein bisschen was haben wir euch gezeigt. Die Drohne haben wir auch ein wenig steigen lassen. Ja. Ich hoffe, ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt. Nee, es war jetzt eine richtig schöne Radtour. Am Anfang, als wir losgefahren sind, war es natürlich noch schon ein bisschen kühl. Aber wie ich gesagt habe, die Sonne ist jetzt raus und wunderschön. Es ist wunderschön, ja. Also, es ist nicht das Fränkische Seenland. Das Fränkische Seenland ist ja Nürnberg, südlich von Nürnberg. Wir sind jetzt nördlich von Nürnberg. Und ich sage immer, was für Konstanz der Bodensee ist, das ist für Nürnberg der Dexendorfer Weiher. Da gibt es auch zwei Campingplätze übrigens. Ist eine wunderschöne Gegend, eine Karpfengegend. Kulinarisch könnt ihr euch verwöhnen lassen. Weniger vegetarisch, ja. Und die Deiche, das sind alles Karpfendeichen, also der fränkische Karpfen, der Eichgründer Karpfen ist ganz bekannt. Und in allen Monaten, die mit R sind, gibt es diesen Karpfen in den Gaststätten, wenn sie offen haben. Okay. Also wir hatten einen wunderschönen Tag. Jetzt gibt es noch saure Zipfel. Das zeigen wir euch, was das ist, wie man das zubereitet und wie das schmeckt. Und dann gehen wir unsere geschäftlichen Verpflichtungen nach. Aber wir melden uns dann, wenn wir gesättigt sind, nochmal. Ja, genau so machen wir es. Also jetzt kochen wir erstmal. Und packen erstmal unsere Fahrräder zusammen. Ja. Heute gemacht im Frankenland. Da gibt es Gutes zum Essen, aber für normale Vegetarier ist es natürlich nichts. Also wir sind 80% Vegetarier, aber im Frankenland, da gibt es Schweinebraten mit Klöß, da gibt es Sauerbraten mit Klöß und dann gibt es fränkische Bratwürste, saure Zipfel und dann gibt es noch Stadtwurst mit Musik. Und saure Zipfel gibt es bei uns heute.
Also für die leckeren sauren Zipfel braucht man ungefähr so ja, 3 Liter Wasser. So, das langt schon. Nicht ganz. Dann braucht man einen Essig. Besten Weinessig, weil wir sind im Frankenland. So, das langt. Dann braucht man noch Wacholderbeeren. Kann man rein tun. Da bräuchte man Lorbeerblätter, die haben wir nicht. Dafür haben wir halt ein paar Wacholderbeeren mehr genommen. Da brauchen wir schwarzen Pfeffer. Immer zwischendurch alles schön sauber aufräumen, da braucht die Ussi nicht schimpfen. Pfeffer haben wir keine. Selbstverständlich haben wir Pfeffer. Pfeffer haben wir auch. Da steht die Pfeffermühle. Ah. Also, ich sag's ja. Normalerweise richtet man sich die Zutaten eigentlich schon vorher her und sucht sie in erst während dem Kochen zusammen. Hm? Schimpft sie trotzdem? Habe ich alles so sauber aufgeräumt und schimpft sie trotzdem? Aber das macht den sauren Zipfel nichts aus. Wir Franken vertragen was. Ein bisschen Zucker. Und dann ganz wichtig, Zwiebelringe. Die Schneide ist top vorbereitet. So, und das bringt man zum Kochen. Und so wie das kocht, geht's weiter. So, und jetzt kommen die zwei wichtigsten Zutaten. Ein guter Wein, ein Weißwein. Und, das haben wir ja schon mal erklärt, bevor man einen Wein zum Kochen verwendet, muss man ihn vorher verkosten. Und wenn ich einen Wein verkoste, dann heißt es für die Ossi automatisch, sie muss mitverkosten. Und deswegen probieren wir den jetzt erst einmal, ob wir den verwenden können. Ja, müssen wir doch beide testen, ob der Wein gut ist. Zu einem guten Essen gehört ein guter Wein. Jawohl. Sowohl. Zumal. Jetzt tut er so, wie wenn er das könnte. Hat aber gut ausgeschaut, oder? Also, da tun wir jetzt ein bisschen was rein. Kocht schon fast. Gutes Sud gibt es, ein bisschen viel Wasser habe ich genommen, das war mir zu viel. Aber das macht nichts, dafür kommen jetzt die Bratwürste. Das ist das Wichtigste. Und die haben wir gekauft in Möhrendorf. Beim Dorfmetzger. Ist das nicht eine Pracht? Fränkische Bratwürste. Das Beste, was es gibt auf Erden.
Und die gibt es morgen. Das ist immer bei, wenn wir nach Franken fahren, das ist halt immer ein sehr wurst- und fleischlastiger Ausflug. Dafür können wir dann wieder ein halbes Jahr vegetarisch leben. Ach, so sind sie halt, die Franke, gell? So, jetzt ist fertig. Jetzt schauen wir mal, wie es geworden ist. Und wie lecker das aussieht, wenn es nicht zerbricht. So. So. Mit ein bisschen Sud. Und Zwiebeln serviert man das. Im Wohnmobil alles immer ein bisschen improvisiert. Und bei mir so und so. So. Ja. Das Bekömmliche an dieser Form, die Bratwurst zu essen, ist, dass das Fett alles in der Sud bleibt und somit ist die nicht ganz so fetthaltig, wie wenn man sie herausbrät oder gar roh isst. Ja? Wobei fränkische Bratwürste kann man auch roh essen, einfach als Brotaufstrich. Ganz leckere Sache. So, das sieht doch lecker aus, oder? Normal isst man das, also das ist jetzt sehr bekömmlich und sehr lecker. Normal isst man das mit Brot. Wir haben jetzt hier extra fränkische Hörnchen noch geholt. Ja, gibt es natürlich auch nur in Franken so. Und wir lassen es uns schmecken. Und danach sagen wir, wie es geworden ist. Aber beim Essen schalten wir euch jetzt ab. Ja, aber anstoßen können wir noch auf das Festmahl heute. Jawohl, ich hoffe, das sieht schon mal vom Optischen her okay aus für dich, Ossi. Ja, aber meine Leibspeise wird es definitiv nicht, das weiß ich jetzt schon. So, Banause. Bin halt eine badische und keine fränkische. So, also guten Appetit. Guten Appetit. So. So, wir schneiden jetzt gerade, wir übertragen gerade die Daten, die wir heute aufgenommen haben. Sind ein paar Bilder können wir verwenden, ja, denke ich. Ich denke auch, ja. Ja. Wir haben noch nicht alles überspielt, aber es sieht ganz gut aus. Wir sind gut gesättigt. Ja, genau. Es gab ja diese saure Zipfel. Und um das nochmal Revue passieren zu lassen, wir sind hier bei Herzogenaurach, zwischen Herzogenaurach und Erlangen, Höchstadt, am Dexendorfer Weiher, da ist auch ein Campingplatz. Können wir euch wärmstens empfehlen. Ja, das wissen wir ja, wie der Campingplatz ist. Der ist ja jetzt geschlossen. Aber die Gegend können wir euch empfehlen. Eben, am Campingplatz stehen wir eh nicht. Ja. Nein, aber weil du das jetzt gerade so gesagt hast, darum wollte ich das nochmal klarstellen. Die Gegend ist hier wunderschön. Ja. Die Stellplätze sind zwar mit einem Band versehen, aber das macht jetzt nichts. Wir haben uns jetzt hier auf einen freien Parkplatz gestellt. Das ist ja, neben dem abgesperrten Stellplatz ist ein riesengroßer Parkplatz. Und die Pferd- und Entsorgung, die ist vollkommen offen. Also da ist keine Einschränkung vorhanden. Insoweit ist es kein Problem gewesen. Wir hoffen, die paar Bilder haben euch gefallen. Wenn ihr ins Frankenland kommt, esst gute Würste. Und das Schöne am Frankenland ist, wenn man Menschen trifft, man kann immer mit denen reden, weil sie sind halt freundliche Franken. Ja. Gell, Ossi? Ja, ja. Überall gibt es freundliche Menschen. Aber in Franken besonders freundlich. Ja.
Ja, und wir wollen uns jetzt an dieser Stelle dann verabschieden. Ja. Lasst jetzt, überlegt euch selber, was ihr macht. Jeder ist für sich verantwortlich und muss wissen, was er tut. Wir haben uns nicht angesteckt, davon gehen wir mal aus. Also die Ich wüsste nicht Ansteckungsgefahr von wem, war nicht größer. von deiner Schwäne oder Ente auf Nein, dem mit den See. zwei Leuten, wo du gesprochen hast, da war der Abstand gewahrt, das war ja im Freien, ja. Genau. Und ja, und einkaufen wären wir daheim auch gegangen. Also insoweit Ja, und das war ja ist eh das mit kein Maske. Abbruch. Morgen gehen wir unsere geschichtliche Sache erledigen, da fahren wir ein Jawohl. Stückchen weiter und dann sind wir auch schon wieder daheim und sitzen im Lockdown fest. Bis zu unserem nächsten Ausflug. Genau. Ja, der mit Sicherheit kommt, Ich denn wie gesagt, denke den Zirkus, den machen wir jetzt da so nicht mehr mit, ja. auch. Denn wenn wir da warten, bis wir geimpft sind, die Europäische Union ist ja nicht in der Lage, einen Impfstoff herzubekommen, ja. Ja, und mit dem Russen und Da chinesischen lassen wir uns auch Impfstoff nicht lassen impfen, wir uns ja. sowieso nicht impfen. Ja, Also also von daher, bis wir dran sind, da müsste man nur lang zu Hause entweder BioNTech oder CureVac oder gar nichts, ja. rumhängen. Ja. Also jetzt wollen wir aber nochmal politisieren. Das haben wir am Anfang genug gemacht. Genau. Also wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mit uns einer Meinung seid, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr der Meinung seid, wir sind nicht richtig gelegen, dann überzieht uns nicht mit einem Shitstorm, ja, Nee. sondern kritische Meinungen sind erlaubt, das ist keine Frage. Beleidigt uns nicht, das wäre uns ein Anliegen, ja. Nee, und auch beleidigt auch andere Zuschauer nicht, wenn sie Ja, irgendwas ja. Nettes schreiben. Dann, wir haben nur Arbeit, damit die alle zu löschen. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und es hat ein bisschen Laune gebracht, das Video. Wir haben den Tag genossen und wir machen jetzt unser Video fertig und morgen geht's raus. Ja, morgen geht's raus. Bis ihr das alles seht, ist ja schon morgen oder übermorgen Ja, klar. oder Ja, klar. Wir übermorgen. diskutieren das jetzt aus, jetzt machen wir erstmal Schluss, ja. Ciao. Und dann machen wir Tschüss. das, besprechen wir jetzt das einmal jetzt in Ruhe, Ja, genau. ja. Also bleibt alle gesund, dass ihr jetzt auch langsam wieder fortfahren könnt. Macht's gut. Viel Ciao. Spaß euch. Tschüss.